Moin, wir sind jetzt in einem Bando, quasi Multipath Paradise. Und wir wollen jetzt mal testen, also mit wir meine ich hier, der Nils. Hallo. Der Alex, der Nightfox und der Matze. Und eigentlich machen die auch gar nichts, aber die sind da. Und auf jeden Fall, wir wollen jetzt mal beim DJI-System die Stock-Antennen, also die Standard-Antennen versus die Antennenfreund-Antennen testen. Denn der Timo von Antennenfreund, der hatte mir ein kleines Angebot gemacht. Und zwar habe ich zwei Antennen quasi bezahlen müssen und die zwei anderen hat er mir dazugegeben. Ich habe mit ihm so ein bisschen an der richtigen Länge gefeilt und so weiter und so fort und halt die richtigen Konnektoren und bla und blub, dass das halt für die DJI-Brille dann auch funktioniert. Und ich wollte jetzt einfach mal testen, ob die jetzt viel besser sind, viel schlechter, sonstiges, ob man da halt noch was rausholen kann. Von daher jetzt nochmal der Test auf 25 mW mit dem DJI Digital System und schauen wir mal. Wir testen das so ein bisschen mit meinem neuen Cinequad, der ist eigentlich nur zum Cruisen und so für mit Long Range gedacht und halt eben DJI System mit den Standardantennen. Hey, Martin aus der Zukunft hier. Zu dem Video muss ich noch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar das On-Screen-Display, was mir in der Brille angezeigt wird. Also zum Beispiel die Batterie-Volt-Anzeige oder auch wie lange jetzt meine Arming-Zeit schon ist. Aber auch so Sachen wie die Latenz in Millisekunden und die Übertragungsrate in Mbits werden mir leider nur in der Brille selbst angezeigt, jedoch nicht in der Aufnahme vom DVR. Dementsprechend teile ich euch die ganze Zeit während des Fluges mit, wie hoch da dieser Wert ist, damit man da eine Referenz hat. Weil im Prinzip kann man, zumindest im Focus-Mode, die Stärke bzw. Schwäche einer Antenne daran ablesen, wie die Übertragungsrate schwankt. Also im Prinzip, je mehr Mbits da übertragen werden, auch in schwierigeren Situationen, desto besser performt dann halt die Antenne. Also man hat hier einfach, weil die Umgebung einfach so Multipath-Paradies ist, hat man direkt rechts und links die ganze Zeit die Balken, wenn man den Focus-Mode anhat. Ich fliege eigentlich nur mit Focus-Mode an, alles andere macht für mich erstmal eigentlich keinen Sinn. Das Problem ist, ich habe jetzt hier aber überall relativ gutes Bild. Also ich sehe jetzt in der Mitte noch kein Downgrading. Wie sagt die Bitrate? 19, 17, stimmt, darauf müsste ich achten, ne? Okay, also hier 25, ich guck mal auf das Niedrigste. Niedrigste war gerade 17. Ich fliege mal hier hinten, ganz hinten in die Halle. Ich habe so 22 bis 26 Millisekunden an Latenz. 14 Mbit. Mbit? Sind das Mbit? Ja, ne? So, und es regnet hier und ich fliege auch durch den Regen. Das ist erstmal kein Problem, weil ich habe das Quad mit Coating eingeschmiert. Das heißt, das sollte erstmal funktionieren, hoffe ich. So, hier habe ich 33 Millisekunden. Ich fliege mal hier hinten hinter. 25 Mbps. 7. Ah ja, okay, hier hinten habe ich 7. Elf, acht, sieben. Okay, also hier hinten fängt es schon langsam an, auch bröckelig zu werden. 7, 9. Zwei Balken. Okay, also hier hinten ist bei mir die Anzeige schon rot auf zwei Balken. 15. 12, 9. Ja, also irgendwas so zwischen 7 und 10 haben wir hinten, so hinter diesen komischen Holzwänden. Hier wird es wieder besser, 25 wieder. Also ich rede jetzt gerade von der Übertragungsrate, ne? Nicht von der Latenz.
So, mal hier dahinter, hinter diesem Steinkoloss mit Kram. Ja, hier so 11. Ja, okay. Also da hinten in den Ecken teilweise so 7 bis 9 Mbits. So, also da hinten in der Halle habe ich teilweise 7 bis 10 Mbits gehabt und 2 Balken schon in Rot, die dann einem signalisieren, okay, jetzt wird es so langsam sketchy. Das Bild wurde auch so ein bisschen blockig, aber war noch total fliegbar. Also gerade in der Mitte war es eigentlich noch relativ gut. Ihr seht das ja. Jetzt das Gleiche mit den anderen Antennen. Die schraube ich jetzt eben dran und dann sehen wir uns gleich. So, bei den gerade erwähnten Antennen handelt es sich um diese hier. Das heißt, wir haben oben 2 omnidirektionale und unten 2 Patch-Antennen, die so mehr oder weniger nach vorne gerichtet sind. Und das Setup testen wir jetzt auch auf 25 mW, mehr oder weniger die gleichen Orte, wo ich vorhin auch war. Und dann schauen wir einfach mal, wie das mit der Übertragungsrate so aussieht. Jetzt hier, nur beim unten in der Nähe stehen, habe ich 25 Mbits. Das heißt, das ist so hier in diesem Multipath-Teil so mehr oder weniger die Referenz. Also fliege ich jetzt erstmal wieder hinten, so ein B-Scan lang. Schau mir das erstmal an. Immer noch 25, alles gut. Joghurt. Immer noch 25. So, hier hatte ich vorhin eigentlich schon Scheiße. Warte mal, ist das jetzt auf 700? Bei mir ist auf jeden Fall schon völlig am Flattern. Echt? Warte mal, jetzt muss ich mal eben hier einmal kurz in der Nähe landen. Bei dir ist top. Bei mir ist super top. Ich habe das Gefühl, der Spectator-Mode ist eh beschissener als... Warte mal, jetzt muss ich echt mal gucken. Ich bin auf 25 Milliwatt. Boah, was? Okay. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte auf 700 gestellt, aber ich habe hier hinten, wo ich gerade noch 5 hatte, habe ich 25 jetzt mit Timos Antennen. Was? Da ist ein 10 dBi Patch dran, ne? Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter. Spectator-Modus für den Arsch. Ich schneide da bestimmt rein. Hier hinten, jetzt hier geht's auf 15, 17. Hier hatte ich vorhin 7. Jetzt habe ich hier so 14, 15. Jetzt hier hinten, wo es richtig hardcore schwierig wird teilweise. Aber der springt sofort wieder auf 25, sobald er auch nur halbwegs akzeptabel ist. Hier hinten 17. Ist nichts mehr? Kann noch nicht mal mehr. Ist es immer noch 25? Nee. Mhm. 25 Millionen, ne? Hier ist jetzt 23, hier weiß ich, hier hatte ich gerade 10 oder 7. Jetzt 16. Okay, das tiefste, was ich hier kriege, ist 16. Okay. Also da kann man schon mal sagen, das geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen klarer. Gut, jetzt das Problem ist, ihr könnt nur später das DVA hiervon sehen, also nur das Bild, ohne die On-Screen-Display-Sachen. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach auf das vertrauen, was ich sage. Aber ich sag's euch, sollte ich jemals ein Produkt bekommen und das ist scheiße, dann sage ich das auch. So, jetzt mal hier hinten. Auch jetzt hier hinter mir. 25, alles easy. Jetzt fliege ich nochmal da hinten hin, wo die üble Stelle war. Hier durch den Regen, schön.
Meine Nase läuft ein bisschen. So, jetzt hier. Also ich merke, dass das hier so ein bisschen am Ruckeln ist. Hier haben wir 10, jetzt habe ich wieder 24. Das geht. Also als Referenz, da hatte ich gerade 5, wo ich jetzt 10 hatte. Ja, ne. So, und langsam und vorsichtig absetzen. Boah, smooth. Smooth. So, also das Ergebnis von den beiden Tests war, dass die Bitrate bei den Antennenfreund-Antennen jeweils deutlich stabiler war. Und meistens auch so mindestens das Doppelte von dem, was bei den Standardantennen von DJI da war. Ich meine, das ist klar, da waren auf der einen Seite 2 Patch-Antennen drauf und die Omnis, die waren halt auch schon allein physisch größer. Von daher ist natürlich klar, dass die halt auch ein bisschen besser performen, aber dass sie jetzt halt so viel besser performen, das hat mich dann schon gefreut, weil ich wollte schon bessere Antennen auch drauf machen und auch, dass die halt auch wirklich was bringen. Ja, auf meine Fat Shark mache ich ja auch vernünftige neue Antennen drauf und nicht irgendwelche 0815 Popel-Antennen. Von daher, bei Analog mache ich ja genau das Gleiche. Von daher, was kann man mitnehmen aus dem Test? Ich glaube, so langsam nach und nach kommen die Firmen darauf, dass DJI tatsächlich da ist, um zu bleiben auch irgendwie. Also, dass auch immer mehr Leute das so anfangen, sich mal anzugucken, zu kaufen. Und dementsprechend denke ich, dass auch jetzt in der nächsten Zeit immer mehr extra für die Brille von DJI FPV angepasste Antennen rauskommen. Welche Variationen jetzt davon besser sind, würde ich fast sagen, dass das im Prinzip so ist wie jetzt bei Analog auch. Wenn du Long Range machen willst, 4 Patch-Antennen dran und gib ihm. Wenn er jetzt mehr so Freestyle und um dich rum und keine Ahnung, dann vielleicht 2 Omnis, 2 Patch, ne? Wer weiß. Aber auf jeden Fall, bessere Antennen bringen bessere Leistung, mehr Leistung, ist klar. Macht Sinn. Kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen umschauen. Von TrueRC weiß ich, dass die schon, ich glaube, 2 Sets haben, Patches und Omnis und so weiter und so fort. Gibt auch noch eine andere Firma, die fällt mir gerade nicht ein, der Name. Da gibt es dann auch schon jetzt extra dafür welche. Also das wird, glaube ich, jetzt auch immer mehr. Die ich jetzt habe, von Antennenfreund, in Deutschland hergestellt, von Timo. Danke da nochmal an die 2 gesponserten Antennen. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die könnt ihr dann wahrscheinlich bald als Paket, denke ich mal, beim Timo direkt, bei Antennenfreund direkt von der Seite kaufen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen als Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!